Ich denke, die Ukraine darf alles. Der Propagandasender auf 7050 kHz im Amateurfunkband mit einer Bandbreite, die unglaublich ist, mit von 50 bis 53, von 50 von 47, das sind 6 kHz Bandbreite, aber ein Funkamateur, der dürfte sich sowas nicht erlauben. Aber das ist sicher noch alte Russentechnik, die man ja aus dem Amateurfunk noch vor dem Zerfall der Russlands und der ganzen Sowjetunion kennt. Naja. So ist es. Einer kann das und der andere macht das selber, aber das ist das Falsche. Naja, das kennen wir ja aus der Geschichte.